Werner Gladow wurde am 8. Mai 1931 in Berlin mitten im Höhepunkt der Wirtschaftskrise geboren. Er war der Sohn eines Fleischers. Was er während des Krieges tat, ist absolut unbekannt. Ab 1947 hielt er sich mit damals 16 Jahren mit Schwarzmarkthandel am Berliner Alexanderplatz über Wasser. Während einer kurzen Jugendhaft lernte er einen seiner ersten Komplizen kennen. An der Grenze zum Sowjetsektor gelang es den beiden 21 Mal, die Volkspolizei um ihre Waffen zu erleichtern. Er scharte eine Gruppe Jugendlicher um sich, die er zunächst mit Diebstählen beauftragte. Er wollte wie Al Capone sein, reich, gefürchtet und bewundert. Er übernahm sogar den Kleidungsstil von Al Capone, Maßanzüge und weiße Krawatten. Alle Mitglieder seiner Bande trugen diese, was der Bande den Namen die weißen Krawatten einbrachte. Gladow nutzte die Lage im damaligen Berlin perfekt aus. Überfälle wurden in den Westsektoren begangen und man floh über die Zonengrenze in den Ostteil und umgekehrt. So konnten sie die Zonenpolizisten immer wieder überlisten, da es kaum Zusammenarbeit zwischen der Ostzone und den Westzonen gab. Die Bande war anfangs sogar beliebt bei den Leuten, weil sie mit Cleverness und ihren frechen Vorgehen kaum Schäden anrichteten. War die Bande anfangs ein kleiner Haufen von 10 Jugendlichen, welche die Zonenpolizisten nur vorführten, wuchs die Bande bald auf 27 Personen an. Es kam zu ersten Gewaltausbrüchen und Banküberfällen. Als es schließlich zu Schwerverletzten und den ersten Toten kam, schwenkte die Stimmung in der Bevölkerung stark um. Ein gefasstes Bandenmitglied lieferte der Polizei schließlich den Anführer Werner Gladow aus. Nach einer längeren Schießerei, in der er von seiner Mutter mit Warnungen unterstützt wurde, wurde Gladow schließlich am Bein getroffen. Man nahm den erst 18-Jährigen fest. Im Jahr 1950 verurteilte ein Gericht im russischen Sektor Werner Gladow und einige Mitglieder seiner Bande zum Tode. Als das Urteil verkündet wurde, soll Gladow sich folgendermaßen geäußert haben. Wissen Sie, Herr Richter, die dreifache Todesstrafe, einmal lasse ich mir das ja gefallen, die Birne abhauen, aber das andere Bild mal, das ist Leichenschändung. Am 10. Oktober 1950 fand die Hinrichtung in Frankfurt an der Oder statt. Grausam. Berichten zufolge verklemmte sich das Fallbeil zweimal und blieb im Hals des mittlerweile 19-Jährigen stecken. Er habe vor Schmerzen geschrien. Gladow fiel schließlich schwer verletzt in Ohnmacht und das Fallbeil wurde ein drittes Mal ausgelöst. Dieses Mal erfolgreich.